Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silence the Whispered World 2. Ja, wir stehen immer noch vor dem Sucher hier. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt hier? Beziehungsweise, wie können wir uns denn jetzt hier vielleicht befreien? Also da vorne liegt ein Speer. Das haben wir vorhin ja auch schon erfahren. Versuchen wir mal, den zu nehmen. Ich stelle mir vor, das ist ein Märchen. Und ich bin die Drachentöterin. Eine Drachentöterin braucht einen Speer. Ja, nur müssten wir auch irgendwo dahin kommen oder irgendwie dahin kommen. Versuchen wir mal, aus dem Versteck rauszugehen. Ich kann nicht. Das Monster würde mich sehen. Okay, also das geht auch nicht. Und ich glaube, mehr Optionen haben wir auch gar nicht. Schauen wir uns den Sucher nochmal an. Wieso kamen nie Monster in Noah Silence Geschichten vor? Okay. Also, wenn ich das richtig sehe, können wir hier tatsächlich nichts machen. Dann gehen wir erstmal zurück zu Noah oben. Ich denke mal, wahrscheinlich müssen wir mit der Geschichte von Noah und Kyra irgendwie dafür sorgen, dass der Sucher da auf der anderen Seite weggeht, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also ich gehe davon aus, mit Gruppe 1 müssen wir irgendwie Gruppe 2 helfen. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal. Also auf der anderen Seite haben wir deutlich mehr Chancen, auf jeden Fall irgendwas zu erreichen. Denn da haben wir ja noch nicht mit allen Gegenständen interagiert, beziehungsweise wir haben ja auch noch gar nicht mit Spot alles angeschaut. Also hier hatten wir gerade das Loch, oder wir hatten hier vorhin das Loch. Und das war's aber auch. Also jetzt irgendwie was Neues entdecke ich jetzt hier nicht. Da haben wir wieder unsere Wurzel mit der Blüte. Nein. Habe ich da oben denn schon versucht, die Botschaft zu nehmen? Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Wollten wir nicht direkt zum Camp? Das hier ist wichtiger. Nicht für mich. In Ordnung, das geht auch nicht. Also da können wir nichts machen. Ja, wechseln wir doch einfach mal zu Spott. Und versuchen mal hier uns alles anzuschauen. Fangen wir mit der Wurzel, mit der Blüte an. Also gegessen hat er sie jedenfalls, aber das war's auch schon. Tja, jetzt haben wir hier eine Wurzel freigelegt. Können wir da vielleicht drunter klettern? Oh, macht er aber nicht. Also er dreht sich zwar in die Richtung, aber nö. Da können wir nichts machen. Gut, schauen wir uns mal Kyra an. Oder Kyra. Hör mal, ich hab nichts gegen dich, okay? Geh mir einfach nicht auf die Nerven. Wie gemein sie zu dem Spot ist. Eigentlich ist der Spot ja ganz nett. Vielleicht kann Spot ja auf den Honigbaum draufklettern. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Kommst du darauf, Spot? Ah, schau mal einen an. Ah, nein, doch nicht. Raupe, die nicht klettern kann. Wie traurig. Vielleicht, wenn wir uns hier flach machen? Das sieht doch schon besser aus. Ah, was war das denn jetzt? Da ist ein Käfer rausgekommen. Ich probiere es nochmal. Nein, das möchte er nicht, okay? Oh. Komm wieder, wenn du ein fliegender Teppich bist. Na, ja, fliegen können wir ja leider nicht. Hat Spot sonst hier die Möglichkeit? Anscheinend, ach nee, zu Rini. Ich dachte, vielleicht könnte Spot zu Rini. Aber ich glaube, da können wir einfach auch nur nochmal den Vogel benutzen. Können wir irgendwas mit dem Loch machen vielleicht hier? Aha, schau mal eine an. Eine Spotbrücke. Wie süß, eine Spotbrücke. Hey, das ist ja genial. Guck mal. Hört auf zu spielen, wir haben hier ein Problem. In Ordnung. Ich habe mich nämlich auch gerade gefragt, was das eigentlich soll. So einen richtigen Nutzen hat die Spotbrücke nämlich nicht. Kann ich hier was als Ball machen vielleicht? Nee, ich dachte, vielleicht springt er da rein oder so. Das möchte er aber nicht. Wie sieht's hier vorne aus? Bei der Wurzel als Ball? Nein, auch nicht. Und bei dem Baum?
Vielleicht kann ich ihn hochkicken oder so. Mit ein bisschen Schwung vielleicht. Lass das mit dem Werfen einfach, okay? Du kannst das nicht. Ah, wie süß. Aber schade, das hat uns jetzt irgendwie nichts gebracht, das Ganze. Das ist natürlich ärgerlich. Ah. Irgendwas muss man doch hier machen können. Vielleicht als normale Form. Also runterschreien kann er auf jeden Fall. Oh. So ein bisschen Teletubby-mäßig. Hat sich jetzt was verändert vielleicht? Nö. Er kann immer noch die Spotbrücke machen. Das ist auch schön, aber das bringt uns nichts. Vielleicht kann der gute Noah ja hier mit der Wurzel Mist. Was machen. Mist. Nee, da sagt er nur Mist. Hat Kira eine Idee? Wieso kletterst du nicht hoch? Hast du etwa Angst um die schöne Rinde? Quatsch. Siehst du? Na los, mach mit. Es bringt doch nichts, den Baum dafür zu bestrafen, dass die Zeiten sich geändert haben. Halt die Klappe und tritt einfach. Gott. Komm raus, du Feigling, können wir antrippen. Das ist ja cool. Die Wesen kennen wir doch noch. Die haben wir doch vorhin, oder davon haben wir doch eine gesehen. Mit der Rini. So eine Honigwespe. Oder so eine Honigbiene, Honigwespe, was auch immer. Ich hab's schon immer gewusst. Leg dich nie mit einem Baum an. Problem ist jetzt natürlich, dass, dass die Kyra da oder Kyra da entführt wurde von diesen Wespen. Ich würde mal vorschlagen, wir versuchen irgendwie tatsächlich mal in dieses Loch hier reinzukommen. Verdammt nochmal, Kyra! Kyra, ich muss mir mal Kyra merken. Ich sage immer Kyra, aber eigentlich Kyra. Naja, schauen wir mal, ob wir hier runterklettern dürfen. Anscheinend ja. Also zumindest haben wir hier ein Ladebildschirm bekommen. Ist ja schon mal tendenziell ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier runtergehen dürfen. Und ja, wir werfen jetzt erstmal unseren Plan über Bord, da oben die Nachricht zu bekommen. Und schauen noch erstmal, dass wir die Kyra gerettet bekommen. Denn die scheint ja ein zentraler Punkt unserer Geschichte zu sein. Kyra! Kyra! Komm zu dir! Hallo! Verdammt, sie reagiert nicht! Oweia, 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 was ist das denn hier für ein Wesen? Das sieht so aus, als ob es lebt. Also schaut euch mal den Körper an. Der erinnert auf jeden Fall sehr an diese Honigwespenbienenviecher von oben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das hier die Königin sein soll. Und schaut euch mal die Tentakel an. Unglaublich. Scheint ja nicht gerade glücklich zu sein, die Gute. Ja gut, aber wenn ich den ganzen Tag an der Decke hängen würde, dann hätte ich glaube ich auch keine gute Laune. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, die Kyra hier aus dem Kokon rauszubekommen. Mann, Kyra! Ah, Gelee Royale liegt da auf dem Boden. Gelee Royale. Ja, das habe ich gerade auch gesagt. Gucken wir uns die Tentakel noch an. Vorsicht, Spot! Die Tentakeln sind elektrisch geladen. Day of the Tentacle. Können wir hier durchlaufen? Okay. Der Noah auf jeden Fall schon mal nicht, also der darf hier nicht langlaufen. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Was mir jetzt spontan auffällt ist, der Kokon, der ist ja an Wurzeln befestigt. Und
Oben an der Oberfläche haben wir ja eine Wurzel gesehen, die rausragte. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Schauen wir erstmal, ob wir mit Spot hier weitergehen können. Kann er da durch? Nee, er traut sich auch nicht. Vielleicht in einer anderen Form. Ah, als Raupe. Beziehungsweise als Nudel. Als Nudel darf er auch nicht da lang. Egal, wo wir lang gehen, wir kommen also nicht dahin. In Ordnung. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen noch einmal nach oben. Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Oh, Spot kommt gar nicht mit. Aha. Und dann schauen wir uns oben mal um. Ich möchte auf jeden Fall wissen, ob tatsächlich diese Wurzel, die oben wächst, ob die irgendeine Bewandtnis hat und ob wir die zu irgendwas benutzen können. Heißt, ob wir irgendwie damit den Kokon lösen können oder sonst was. Denn mir ist auch aufgefallen, nach dieser Zwischensequenz vorhin, fing diese Wurzel hier an zu pulsieren, hat man immer wieder gesehen. Jetzt gerade sieht man es leider nicht. Auf jeden Fall haben wir hier eine andere Interaktionsmöglichkeit gerade. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Der Kokon könnte runterfallen, direkt in den Abgrund. Mit Kyra. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas. Erst muss ich den Abgrund absichern. Also wir können tatsächlich die Wurzel hier anscheinend lösen, aber wir wollen natürlich nicht, dass die Kyra dann runterfällt. Das wäre natürlich totaler Quatsch. Also überlegen wir doch mal, was wir machen können, um Kyra so eine Art Sicherheitsnetz zu geben. Vielleicht kann uns der Spot ja doch noch helfen. Also irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen, um hier auf die andere Seite rüberzukommen. Ich habe gerade gar nicht gesehen, dass die über einem Abgrund hängt. Das sieht so ein bisschen aus, als würde die einfach nur so da hängen und dass da keine Schlucht hinter ist, finde ich jedenfalls. Naja. Also, gehen wir nochmal zu Spot. Irgendwas müssen wir doch hier mit Spot machen. Kann doch nicht wahr sein, dass Spot hier nichts tun kann. Ah, zu dem Gelee Royal kann man hin. Zirkusreif die Nummer. Ah, ich verstehe. Jetzt sind wir ein Gelee Royal Spot. Schaut euch mal das Symbol an. Sehr, sehr süß. Hier hat er so kleine leuchtende Streifen. Ja, versuchen wir doch einfach mal die Königin hier irgendwie mit dem Gelee abzuschmeißen. Das scheint sie zu beruhigen. Ah, interessant. Oh, das surrt aber immer noch. Oh oh. Und schon geht's wieder los. Naja, versuchen wir mal hier diesen Abgrund irgendwie abzudecken. Oh wow, da geht's runter. Oh Gott, ist das riesig. Was ihr gerade nicht mitbekommen habt, der Controller hat ganz schön vibriert, als man diese Wespen da unten gesehen hat. Vielleicht kann Spot ja hier irgendwie was abfangen. Kann der sich da irgendwie drum rumwickeln oder so vielleicht? Da ist so eine Kluft oben. Und wir haben ja oben gelernt, er kann doch so eine Spot-Brücke machen. Vielleicht kann er die hier ja auch machen. Ja, sieht auch ganz so aus, als ob das Anwendung finden würde. Oh je, oh je, oh je. Eieieiei. Jetzt können wir hier die Spotbrücke benutzen. Oh Gott, ich verstehe. Oh, jetzt müssen wir hier springen, oder was? Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Das hat jetzt nichts gebracht hier, oder das bringt nichts. Außer so einen kleinen Grafikfehler immer am Ende. Nein, also das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Schade. Können wir denn hier was anderes noch machen? Können wir mit der Bienenkönigin vielleicht noch interagieren oder so? Schauen wir uns mal die Tentakel vielleicht an. Na, gerade hatte ich doch hier die Tentakel. Oder das Gelee Royal, genau. Das können wir natürlich auch mal mit Noah benutzen. Da ist der Superhonig drin, der Spot glühen und summen lässt.
Meine Hochachtung, Eure Majestät. Antworten tut sie uns nicht. Vielleicht können wir ja mit ihr reden, wenn Spot sie mit diesem Zeug hier beruhigt. Also versuchen wir mal mit der Königin jetzt zu sprechen. Vielleicht geht's ja jetzt. Meine Hochachtung, Eure Majestät. Nein, das funktioniert nicht. Was könnten wir denn noch machen? Holen wir erstmal wieder Spot zurück. Vielleicht können wir ja irgendwie dafür sorgen. Also er kann offensichtlich nicht hoch genug springen, der kleine Noah. Vielleicht können wir ja irgendwie dafür sorgen, dass diese Wurzel nach unten kommt. Da oben haben wir noch den Kokon. Da kommen wir nicht dran. Kann er da oben vielleicht irgendwas machen? Kann er das runterziehen oder so? Führer! Oh je. Sie scheint bewusstlos zu sein. Nee. Das wäre ich auch an ihrer Stelle. Auch nicht. Der kommentiert das also nur ein bisschen. Was könnten wir denn hier machen, um diesen Kokon nach unten zu bekommen? Wir können natürlich noch einmal nach oben gehen, selbstverständlich. Aber er hat ja schon gesagt, er hat eigentlich Angst, dass sie in die Schlucht fällt. Vielleicht können wir die Wurzel so leicht lösen oben. Also vielleicht haben wir die Möglichkeit, die Wurzel so leicht zu beschädigen oder so. Und dann fällt sie vielleicht nicht runter, sondern vielleicht hängt sie dann einfach nur ein bisschen tiefer. Und vielleicht können wir dann irgendwie mit der Spotbrücke an sie dran springen. Na, ich muss einmal kurz die Königin erstmal hier anvisieren. Da haben wir sie. Genau, also dann hängt der Kokon tiefer und beziehungsweise die Kira tiefer. Und dann kommen wir vielleicht über die Spotbrücke tatsächlich hin. Und das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Das wäre jetzt meine favorisierte Idee auf jeden Fall. Also gehen wir mal hier nach oben und schauen mal, ob das diesmal funktioniert. Wir haben ja vorhin gelernt, oder wir haben beim letzten Mal gelernt, dass man hier manchmal mit den Gegenständen öfter interagieren muss, wenn so bestimmte Sachen passiert sind, also bestimmte Events quasi im Spiel gelaufen sind. Und das könnte ja so sein, dass das vielleicht vorhin eins davon war. Also, dass wir jetzt wissen, wir können die Spotbrücke darunter platzieren und wir müssen das Ding jetzt einfach nur irgendwie ein bisschen tiefer hängen. Schauen wir uns die Wurzel also einfach nochmal an. Erst muss ich den Abgrund absichern. Nein, das möchte er nicht. Erst muss ich den Abgrund absichern. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Also geht's doch wieder nach unten und wir schauen uns unten noch einmal weiter um. Und wir versuchen irgendwie mal rauszubekommen, wie wir die Kyra aus dem Kokon retten können. Und das machen wir auch, aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. So oder so, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, mit Silence The Whispered World 2 auf der Nintendo Switch. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.